Moin und willkommen zurück zur, ja, letzten Folge von City Skylines 2. Es ist passiert, oder es ist soweit vielmehr. Letzte Folge. Aber warum? Ihr habt das jetzt also vielleicht die letzten Folgen einmal mitbekommen. Ich habe diverse Einstellungen ausprobiert. Ihr habt mir zig Kommentare geschrieben, wie man dann vielleicht ein bisschen was machen kann bezüglich der ganzen Dichteanfragen und sowas. Ich habe im Internet geforscht und recherchiert und das wirklich über mehrere Stunden lang. Und ich sag mal so, ich bin zu halt immer unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, sei es Bildung, Landwert, Steuern und hast nicht gesehen oder vielleicht auch Parks, die gebaut werden müssen und sowas. Irgendwie sowas. Ich habe alles Mögliche gelesen und ich habe auch alles Mögliche ausprobiert. Zudem, ich habe das Spiel jetzt mehrere, wirklich viele Stunden lang jetzt laufen lassen auf höchster Geschwindigkeit. Und ihr seht auch einfach, wie langsam die Zeit vergeht. Ich habe gerade höchste Geschwindigkeit, ihr seht es, aber wenn man hier auch mal runterzoomt zu den Autos, die fahren jetzt auch nicht schnell. Ja. Davon mal ganz ab. Und ihr seht, die Zeit vergeht ganz, ganz langsam. Das heißt, ne, kein Wunder, warum wir immer noch im Winter befinden. Weil die Zeit halt so langsam vorbeigeht. Das mag natürlich auch mittlerweile, ne, hat schon gerade gut geruggelt. das mag auch mittlerweile vielleicht an der Größe des Spiels liegen oder an der Größe der Stadt. So klein ist die ja nicht mehr. Wir haben ja sehr, sehr viel gebaut. Wir sind jetzt bei, ich glaube, Folge 78, wenn ich mich nicht täusche. Haben ja viel gebaut. Und man darf ja nicht vergessen, dieses Spiel hatte vor allen Dingen zum Release extrem viele Schwierigkeiten, extrem viele Performance-Schwierigkeiten. Und ich finde, man merkt, dass die auch noch nicht alle behoben sind. Weil normalerweise würde ich jetzt blöd behaupten, müsste es auf diesem Grad, sage ich mal, oder auch wenn man so viel gebaut hat, in Anführungszeichen, auch immer noch flüssig laufen. Oder schnell laufen. Es läuft jetzt ja nicht unflüssig in dem Sinne, aber es läuft langsamer einfach. Und das Ding ist, hier, vor allen Dingen in City Skylines merkt man einfach, dass es wichtig ist, denke ich, dass die Zeit vergeht. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier in-game 4 Jahre warten würden und 5 Jahre, weiß der Geier, kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann hier vielleicht ein bisschen was tun wird oder sowas. Weil ich habe an den Steuern wirklich wahnsinnig viel rumgespielt. Also sehr, sehr viel. Dann waren die mal komplett oben, dann waren die mal komplett unten und die waren oben. Ja, ihr habt es ja vielleicht in den letzten Folgen auch mitbekommen. Also wir haben immer wieder weiter Dörfer gebaut, die kleinen Stadtgebiete haben wir weitergebaut. Aber so hier zu der Innenstadt kommen wir nicht wirklich. Wir haben jetzt mal ein bisschen Glück gehabt und konnten wieder ein bisschen Büro bauen, ein paar kleine Häuser. Aber auch die brauchen mittlerweile, guck mal hier in Arbeit, guck mal wie lange die brauchen. 36%. So, allein, na, können wir mal kurz mal warten. Ja, 36% in Arbeit. Mhm, 38, ja, okay. Aber es dauert halt alles viel, viel länger. Und das Ding ist, City Skylines 2 ist ja nicht das einzige Projekt hier auf diesem Kanal. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit und auch irgendwo auch Muße, muss ich sagen, den PC immer stundenlang laufen zu lassen, damit hier vielleicht mal ein bisschen was gebaut wird, ein bisschen was passiert. Ich finde, das soll nicht so sein. Das wird, denke ich, nicht das letzte Projekt von City Skylines 2 gewesen sein. Wir werden uns das, denke ich, nochmal anschauen, das Spiel, wenn halt aber diverse Veränderungen vorgenommen worden sind. Sei es Performance, sei es auch vielleicht Quality of Life Changes. Sei es auch irgendwelche DLCs vielleicht. Aber hauptsächlich irgendwelche Performance-Dinge oder sowas. Weil ich kann mir halt, wie ich schon sagte, durchaus vorstellen, dass es in 5 Jahren heißt, so also 5 Ingame-Jahre, dass sich vielleicht irgendwas dann hier langsam zeigt. Wir haben ja auch schon vor ein paar Folgen dann über die Demografie geredet. Ne? Ich glaube auch, bis sich dann hier mal großartig was an den Prozentzahlen tut, muss halt auch ein bisschen Zeit ins Land vergehen. Und das ist das Problem. Das geht halt hier nicht so schnell. Und statt, dass wir jetzt dann wirklich jede Folge immer wieder neue Wohngebiete bauen, was ich dann auch irgendwann ein bisschen eintönig finde, muss ich gestehen, werde ich jetzt einfach hier einen Cut machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr könnt das auch irgendwo nachvollziehen. Und als neues Projekt, na komm, ich sag's jetzt einfach, als neues Projekt würde ich sagen, stürzen wir uns einfach nochmal in City Skylines 1, oder? Dann haben wir direkt einen Vergleich vom zweiten zum ersten Teil. Und ehrlich gesagt, ich habe auch noch derbe Bock auf so ein Stadtaufbauspiel. Ne, deswegen auch gerne danach direkt City Skylines 1 durchballern. Aber ich weiß, City Skylines 1 hat halt mehr zu bieten, mehr Tiefe, hat auch generell mehr Content zu bieten. Ich meine, die Performance läuft auch wesentlich flüssiger und alles, da habe ich halt nie wirklich Probleme mit gehabt. Und wie gesagt, da haben wir direkt einen Vergleich. Ihr seid dann vielleicht mir nicht so ganz böse, dass wir jetzt dieses Projekt erstmal dann an 8 anlegen. Aber ich denke, es ist auch mit den Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, irgendwo verständlich. Man darf ja wirklich nicht vergessen, wenn wir uns mal nur die Stadt ein bisschen genauer anschauen. Aber ne, können wir komplett diesen Mond... ja, auch dann halt eben so. Schauen wir uns mal die Stadt nochmal genau anschauen. Wenn man weiter rauszoomt, sieht das vielleicht im ersten Moment nicht viel aus. Dann gucken wir uns mal Geländefeld an. Wir haben noch 118 theoretisch. Ne? Ein paar sind auf dem Wasser, die sind dann ja eher irrelevant.
Aber ein bisschen Baufläche hätten wir theoretisch noch. Wir haben natürlich jetzt aus der Stadt, die hier begonnen hat, schon Großes erschaffen. Das muss man letztendlich einfach gestehen. Da sind wir jetzt auch hier in diesem Manhattan-like-Stadtteil nicht wirklich vorangekommen, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Aber generell haben wir sehr, sehr viel gebaut. Und wie gesagt, 77, 78 Folgen ist schon, denke ich, eine gute Hausnummer für so ein Projekt. Das kann man auch da mal machen. Und ich hätte es ja auch noch wesentlich länger gemacht, hätten wir auch ein bisschen was zu tun gehabt noch. Aber wie gesagt, immer weiter Wohngebiete bauen ist dann auch irgendwann. Zumal dem, ne, ihr habt es ja gerade schon gesehen, Wohngebiete dauern mittlerweile so lange, bis die gebaut sind. Ist dann auch irgendwo so, ja. Und ich habe dann auch viel, viel mehr Lust, muss ich sagen, auf ein Cities Skylines 1, dass wir dann da nochmal reinschauen. Und, da haben wir halt diese ganzen, wir haben die DLCs am Start, habe ich ja schon gesagt, ne? DLCs haben wir am Start, die wir nutzen können. Haben da auch, ne, die Performance ist da, die Tiefe ist da von dem Spiel einfach. Genau. Und da können wir auch, denke ich, generell ein bisschen mehr machen. Sei es auch hier zum Beispiel Industrie. Es gab ja in Cities Skylines 1 dieses Industrie-DLC, wo du dann halt auch so Forstwirtschaft machen konntest, Landwirtschaft, etc. Gibt es hier in dem Sinne natürlich auch, aber sehr runtergebrochen, ne? Das ist sehr, sehr, sehr vereinfacht. Und ja, ich würde sagen, ich denke, das ist eine gute Idee. Muss mal schauen, ob Cities Skylines 1 das nächste Projekt dann direkt den Tag da drauf, also morgen startet für euch. Oder ein paar Tage später, muss ich schauen, wie ich das zeitlich schaffe. Ihr werdet das ja dann sehen. Aber soll das jetzt hier mal so eine kleine Folge gewesen sein? Sind jetzt nur so 7 Minuten, aber gut, warum sollen wir jetzt hier noch großartig anfangen, was zu bauen? Was wir aber mal vielleicht machen könnten, ist mal kurz uns anschauen, wo wir denn überhaupt gestartet haben. Wenn wir das dann irgendwo noch nachvollziehen können. Die Autobahnabfahrt war, glaube ich, vorher auch genau hier mit der Kreuzung. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall haben wir dann mit diesem Kreise, glaube ich, zuerst angefangen. War das der? Einer von beiden? Irgendwie so. Haben uns dann Kreise mit Kreise voranbewegt. Haben dann erstmal natürlich hier schön angefangen zu bauen. Sind dann auch hier so langsam hochgecruised. Haben uns dann hier langsam drüber ein bisschen entfaltet einfach. Haben dann hier ganz lange nichts gemacht und haben uns komplett hier auf diese Seite konzentriert. Haben dann Königsruhe ins Leben gerufen. Das nächste Stadtteil hier. Sonnendorf hieß das, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und auch grundsätzlich, ich finde, die Stadt ist echt ganz schön geworden. Ich bin damit sehr zufrieden. Ne, natürlich kann man jetzt sagen, so, ja, so stautechnisch oder verkehrsmäßig hätte das natürlich alles so viel, viel smoother machen können. Das sowieso. Aber da muss man auch immer, finde ich, so ein bisschen abwägen, ne? Wie sehr versteift man sich jetzt darauf zu gucken, dass der Verkehr flüssig läuft? Ich habe das Gefühl sowieso, ne? Wir haben jetzt hier auch zum Beispiel einen Stau. In Cities Skylines 1 ist es ja so, wenn du da jetzt nichts groß an den Einstellungen rumfummelst oder irgendwelche Mods hast, dann ist das ja da so, dass du auch Stau hast und dass dieser Stau wirklich schlimm für deine Economy sein kann. Ne, sei es für Gewerbe, dass die keine Produkte kriegen, für Industrie. Ne, das greift da alles irgendwie übereinander. Und wenn dann Stau ist, dann irgendwann despawnen entweder die Fahrzeuge und spawnen nochmal neu oder sie bleiben halt ewig im Stau stehen. Und dann hast du natürlich da, ich sag mal, wesentlich mehr Icons über den Gebäuden, so zum Beispiel Rohstoffe fehlen, bla bla bla, irgendwie sowas. Na, da muss man da auch nochmal ein bisschen mehr gucken. Hier habe ich das Gefühl auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, hier haben wir so einen großen Stau. Ich habe das Gefühl, das juckt irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit über die ganzen Folgen auch hinweg gehabt, so ein Stau ist vielleicht jetzt auch nicht so schlimm. Weil was beeinträchtigt der denn jetzt hier großartig? Na klar, ne? Rohstoffe kommen vielleicht nicht so schnell irgendwo an. Oder, wenn von Industrie zu Gewerbe geliefert wird oder sowas, dauert das länger. Wobei, man sieht jetzt hier auch nicht großartig viele Icons, die irgendwie hervorrufen so und einen sagen so, jo, da fehlt uns aber noch mal ein bisschen was, ne? Dauert zu lange. Was hast du halt hier nicht? Und das habt ihr halt schon auch mehrmals in die Kommentare geschrieben, das habe ich auch vielleicht ein, zwei Mal angesprochen. Es fehlt diese Tiefe in diesem Spiel leider komplett. Ich muss sagen, mir gefällt der Grafiklook wesentlich besser als im ersten Teil, weil ich bin generell eher mehr ein Fan so von, ich sag mal, realistischerem Look, wenn man das so sagen kann. Die Skylines 1 ist ja wirklich mehr Comic-Look. Und da sind dann ja auch teilweise so komische Motorräder rumgefahren oder was auch immer das war. Also waren ja auch komische Wagen dabei. Die Häuser waren ein bisschen zu weird manchmal, muss man ja sagen. Also das war so nicht mein Vibe vom Äußerlichen her. Da trifft das hier viel, viel mehr meinen Geschmack. Aber das war's dann auch. Also ich muss sagen, Cities Skylines 2 habe ich jetzt, ne, können wir ja ungefähr zusammenrechnen, dann ungefähr wahrscheinlich so um die 40 Stunden jetzt verbracht. Und Cities Skylines 1 über 300-400 oder so. Ja, ich denke, da kann man auch nochmal sehen. Und wenn ich jetzt vor allen Dingen dann denke, so, ja, lass mal lieber statt
dass wir dann Cities Skylines 2 nochmal ein neues Projekt starten, wo man halt weiß, dass es dann auch irgendwann wieder zu diesem Punkt hier kommen wird, dass ich dann lieber daran denke, du lass mal lieber den ersten Teil spielen, wo wir wesentlich mehr Content haben und wo wir auch mehr in die Tiefe gehen können, theoretisch. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, ihr habt sehr viel Spaß trotzdem bei diesem Projekt gehabt. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, für die ganzen Hilfestellungen, Infos und sowas. Auch wenn ich vielleicht manche Sachen nicht auf Anhieb immer gerafft habe oder teilweise auch immer relativ spät reagiert habe, weil manchmal muss ich natürlich Folgen im Voraus aufnehmen. Das ist manchmal nicht anders möglich, wenn man nebenbei arbeitet und versucht, einen YouTube-Kanal zu führen und da auch noch wesentlich mehr Projekte irgendwie laufen. Deswegen da, ne, dass da nicht immer sofort auf Sachen eingegangen worden ist, ist, denke ich, in Ordnung. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir geben uns jetzt mal... Erstmal machen wir diesen hier den Typen aus. Muss er nicht sein. Wir geben uns mal schön in ein wunderbares Bildchen. So. Und ich würde sagen, das soll's für diese Folge... Na komm, wir machen mal jetzt anders. Nee, komm, wir müssen das einmal kurz ein bisschen besonders hier machen. Wie machen wir das? Wir fahren mal hier rein. So, ich würde sagen, ich lasse euch mit so einer kleinen Montage jetzt einmal alleine hier. Mal gucken, wie das aussehen wird. Ja, ich habe sowas im Kopf einfach. Mal gucken, wie das aussehen wird. Keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, trotzdem euch hat dieses Projekt gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Bis halt jetzt zu diesem Punkt, wo es dann einfach nicht mehr weiterging, großartig. Es war dann schon ein bisschen ernüchternd. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Cities Skylines 1. Ich mich auf jeden Fall. Und ja, dann sehe ich euch auch hoffentlich im nächsten Projekt wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Oder rein.